Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück. Also heute müssen wir dem Oberhaupt hier noch berichten, was wir geleistet haben. Ich kann doch eine Nebeninfo geben. Ich habe jetzt einfach immer vor den Aufnahmen, beziehungsweise am Ende der Aufnahmen, alle Amiibos einmal, die ich hatte, durchgezogen und habe ein paar Items darunter bekommen, wie Schallbomben, Farbbälle, Blitzbomben, ein paar Fallen und eine Fassbombe. Also das sind alles Items, die man im Kampf verwenden kann. Und noch so ein paar Heilmittel. Aber jetzt erstmal dürfen wir hier die Sequenz genießen. Chief Gaara, we're back! Ach ja, und ich habe in den Kommentaren gelesen, das kann ich jetzt machen, dass ich den Avatar auf die rechte Seite packen soll. Ein Moment. So Leute, jetzt habe ich den Avatar, wie ihr es gewünscht habt, auf die rechte Seite für dieses Projekt. Ihr wollt ja, dass ich von der Seite hier aus laber. We tracked down a Yan Kutku. We think that was the one stirring up trouble. Ja, und der Yan Kutku ist jetzt in meinem Team. Yan Kutku, huh? Also genau genommen sein Kind. Erst die Mama oder den Papa verprügeln und dann das Ei mitnehmen. You were able to hold your own, huh? Well done. I didn't expect this day to come so soon, but I think it's time to have the barriers taken down. Die Barrieren? Chief. I'll make the arrangements at once. Until that's finished. Please continue with your investigation. Okay. Nice going, newbie. Ja, du hast mir auch gut geholfen. This is a really big deal. Ich verstehe nicht ganz. Barriers means you have permission to go see Guardian Rafa. Oh. That's my buddy for ya. Even the chief is starting to see how great you are. I'll go get started. Ja, du bist aber auch eine gute Hilfe. Meet me in the center of the village when you're ready to set out. Ich bin immer bereit. Hey buddy, I spotted a suspicious Meelings over by the harbor before. Einen verdächtig aussehenden Meelings? Sie sehen für mich immer alle verdächtig aus, weil die mich immer bestellen. Ja, sehen wir uns das doch an. Einsbau. Du beweist dich als Zweiter, indem du einen Yan Kutku abwehrst. Oberhaupt Gaara kennt deinen Mut an und bezieht dich in die Wächter-Raffa-Untersuchung mit ein. Jetzt ist die Zeit für dich gekommen, den Wald des Wächter-Raffa zu betreten. Ob das so eine gute Idee ist, mich da reinzulassen? Ach ja, und ich habe auch ein paar Talismane bekommen. Darunter auch so ein Kauf- und Verkaufstalisman, wodurch meine Preise beim Einkauf sich sinken und das andere beim Verkauf sich erhöht. Hörst du auch so? Ich verspreche dir. Auf einmal ist das perfekte Objekt bei der Meelix GmbH. Ja, der erscheint mir dubios. Die sind immer dubios, diese Katzen. Ich sag nichts mit der Farbe. Aber die Meelix sind halt immer die bösen Katzen. Wir haben keine Chromkorken. Was sind Chromkorken? Okay. Und ich starte übrigens auch vor der Aufnahme jedes Mal dieses XP-Gebet, damit es mehr XP gibt. Wir wollen Kronkorken. Einmal kann ich nachfragen, was Kronkorken sind. Da ist sie auch. Side of the island, huh? I was just getting ready to head there myself. Okay. Perfect. We've got a date with an Everden. Das ist ein Eisbau. Wait, you mean the South Kamuna Everden? That place has kind of a notable history, you know. Okay. What kind of history? Das interessiert mich auch. Happened there years ago, right in the very depths of the den.
Was? Something bizarre? Oh Gott. There was a big fuss about a huge monster showing up there. The village sent some riders to investigate. And ja, ich höre. Erzähl mir mehr. What did they find? Mein Mikrofon fällt hier die ganze Zeit um. In the low light, they could just make out a monster with pale white whiskers and shimmering blue eyes. Eins? White whiskers and blue eyes? The hulking, tanned creature was dancing around the den. A tanned monster? Der Blick der Katze, den finde ich geil. Ein Moment. Davor brauchte ich den Screenshot. What kind of monster was this? Wüsste ich auch gern. Whiskers, blue eyes, nice tan. Katze? That sounds just like Chief Gara. Ich weiß jetzt, was es ist. Er ist es selbst. Yeah. Turns out that's what it was. Oder auch nicht. You gotta be kidding me. How could they mistake him for a monster? Gute Frage. I know, right? Complete lack of respect. He just laughed it off. But the riders who'd hyped themselves up for a battle didn't find it so funny. Ein Rider war zum Kampf bereit und dachte sich, der fand's nicht lustig. That dance must have been pretty peculiar to fool everyone like that. Nobody had ever seen a human beast like that before. He was more like a fanged beast. Whoops, now I'm starting to sound disrespectful. Anyway, how about we get going? Here's hoping we don't run into any actual monsters. Hallo? Ich störe das nicht. Ja, kämpfe. Warte mal. Hier ein Kotku. Werde ich direkt nutzen. Schwend. Werde auf die Reihe. Das klingt so falsch. Ja, dann kommt man hier ein Kotku. Ah, mit ihm kann ich hier auf der Karte mir Pflanzen markieren, wenn ich B drücke. Dann sehe ich die. Dann könnte ich die sammeln. Warte mal. Sowohl der Fosunov als auch Sven. Der Jaco hatten noch auch eine. Er hat eine Nestsuche. Mit ihm sehe ich diese Nester. Wenn ich B drücke. Wenn ich den Kutku. Ach, nicht Kutku. Den Afotonov nutze. Will ich mit dem auch Pflanzen. Ah ne, er hat Monstersuche. Ich glaube, ich sehe generell, wenn sie in der Gruppe sind, die Sachen. So eine Farbbeere, daraus kann ich mir hinterher Farbpumpen machen. Soll ich einsetzen, wenn die Viecher fast tot sind? Soll ich den Eier nochmal eine Chance geben? Ich gebe denen nochmal eine Chance. Okay, Leute, das erste Ei ist Mist und hier sitzt ein Kutku. Das Ei will ich nicht. Das Ei ist etwas besser. Was für eine Eisorte war das nochmal? Kann man das irgendwie hier in den Notizen sehen? Nimm das Ei mit. Wir sehen ja nachher, wenn ich im Dorf bin, was ich für ein Ei habe. Hallo, greif mich doch nicht direkt an! Das ging schnell. You smashed it!
Ja, ich krieg ein paar Prey-Schuppen. Kann damit aber eigentlich nie so viel anfangen. So, weiter geht's. Hier liegt noch eine Pflanze für mich. Kraut. Kann ja noch mal ein bisschen was kombinieren. Eins kann ich herstellen. Davon nix. Und dafür fehlen mir die Pilze. In diesem Bau soll ich. Das ist der 1-Bau. Wurmkorken können in Schatztruhen in diesen besonderen Monsterbauen gefunden werden. Es gibt mehrere 1-Bau in jedem Gebiet. Ihre Lage ändert sich nicht. Manche 1-Bau enthalten mehrere Schätze als andere. Okay. Also da will ich heute rein. Wenn ich das richtig verstehe. Na gut, da das offenbar ein spezieller Bau ist, schneide ich den auch nicht für euch raus. So, jetzt sehe ich das Nest. Ich gucke mich hier um, weil man hier aber spezielle Sachen finden kann. Abgesehen vom Ei. Wovon ich natürlich mal wieder hoffe, dass es gut ist. Blaupilz kann ich für Wochen gebrauchen. Ich mach mal eben kurz die Praise fertig. So, die waren easy tot. Und Trainer hat sogar ein Level up. So, hier ist eine Pflanze zum Mitnehmen. Und ich bräuchte hier ein Monster, das schwimmen kann. Anders komme ich da nicht rüber. Also an die Kiste komme ich derzeit nicht. Aber hier ist eine Kiste, an die ich rankomme vom Prinzip. Oh, ein Kutku. Den will ich auf jeden Fall eben kurz umbringen, weil ich Material von ihm gebrauchen kann. Leute, ich habe jetzt hier mal eingeschaltet wieder, weil hier ist auch mal eine neue Art des Showdowns. Ich muss abwechseln und er drücken. Ich muss schneller fliegen als er. Um ihn dann auf die Mütze geben zu können. Cool. Das tut doch weh. Jetzt ist es sauer. Es sollte aber auch fast tot sein. Er kämpft hauptsächlich mit Technikangriffen. Nur jetzt natürlich nicht. So, der Kutku ist tot. Ich musste kurz nochmal Aufnahme pausieren bzw. was rausschneiden. Ja, weil bei mir einfach irgendwer reingekommen ist, ungefragt. Ich habe jetzt aber kaum was erhalten, weil das nur Rang C war. Also ich muss aufpassen, welche Viecher ich damit reinnehme. Ich hatte aber auch keins, das hauptsächlich mit Kraft kämpft. So. Ansonsten sollte hier aber kein Viech rumlungern. So, da ist die Kiste. Oh, 1000 Geld. Jetzt darf ich den ganzen Weg zum anderen Teil rennen. Einmal nach da oben. Und ich sollte mich einmal kurz schnell heilen. So, dann rennen wir mal. Kann ich da durch? Nö. Da ist ein Käfer zu mitnehmen. Da oben ist nichts, weil mir werden Kisten angezeigt. Ulfango, an euch renne ich einfach mal vorbei. Oh, da oben ist noch eine Kiste. Und da rechts offenbar auch. Da kommen dann hol mir erst die rechts. Nehmen wir es mit. Ich so viel Weizen. Okay, ich habe ein paar Donuts gekriegt.
habe endlich auch mal ein Aleo-Blatt bekommen. So, da in der Mitte ist noch eine Kiste. Ist auch richtig cool positioniert. Da brauche ich wahrscheinlich ein Springvieh, um dran zu kommen. Also, ran mal, let's go. Die Kiste sieht auch speziell aus. Da war ein Kulu-Fall drin. Und wenn man von Kulu spricht, da ist einer, aber ich bekämpfe den jetzt nicht. Obwohl doch, ich brauche den Hammer noch. So, das Vieh ist tot. Aber offenbar auch was Spezielles bekommen. Es waren auch nur 3 Runden tot. So, dann weiter zum Nest, um ein Ei zu holen. Da ist auch eine Kiste direkt mit bei. Oh, ein Bulldrom. Den muss ich jetzt vernichten. Der ist doch bestimmt ein reiner Geschwindigkeit- oder Angriffstyp. Jetzt ist die Frage, Geschwindigkeit oder Angriff, was ist er? Eine Schnur kriegt ihn ganz schön und das ist nie ein gutes Zeichen. Ich verliere jetzt nicht das Selbstbewusstsein. Die haben das überhaupt mit einem Bulldrom verwechselt? Wenn ich jetzt weiß, kann ich sogar eine Falle für den hinlegen. Gucken wir mal erstmal Ladungstechnik. Okay, keiner Krafttyp. Dann brauche ich einen Geschwindigkeitstypen. Okay, wer von euch ist denn hauptsächlich Geschwindigkeit? Ja, ran mal. So, dann mache ich meinen Ladungsschnitt. Ich benutze eh gerade die richtige Waffe schon. Der hat wahrscheinlich auch sehr viel Leben. Das hat bestimmt wehgetan. Warte mal. Objekte. Falle von Kraftangriff ausgelöst. Staubhandlung des Feindes für 2 Runden. 2. Wenn ich ver. Oh. Ja, erwischt. Jetzt habe ich mehr. Ich wollte gerade sagen, müsste das nicht eigentlich meine Crit-Chance erhöhen? Keiner von uns hat einen Elementangriff, wäre sinnvoll. Ja, er kann sich ja eh gerade nicht wehren, ne? Zack. Warum sieht bei Kane in der Angriff immer viel cooler aus als bei mir? Ach so, es ist wahrscheinlich nicht der Bulldrom, wovor der Angst hat. Irgendwas frisst den, glaube ich, gleich einfach weg. Ist meine Vermutung. Wie mal die Hauer brechen. Also die Katze hat ein besseres Warnsystem im Hirn als ich. Und einer ist ausgewichen.
Vorsicht! Ein Angriff! Ich glaube, der würde uns den Arsch versohlen. Ist nur eine Vermutung. Nee, definitiv nicht. Ja, Blitzbomben blenden den Gegner. Wer rechnet denn damit? Also klar, die Katze hatte irgendwie so eine Vorahnung. Whew, we got away. Don't worry, we should be safe now. Ja, solange der uns nicht riecht. Basket of bitter bugs, what was that thing? I was expecting a dancer, not some kind of raging nightmare. Look, just calm down, I'll explain. That was an Anjanath. It's a fierce monster for sure, but it usually keeps its distance from humans. Ich hab das anders in Erinnerung. I have a feeling this is all connected somehow. We'd better head home and warn everyone. Sounds like a plan. Let's skedaddle. All this stress isn't good for my heart. Ja, das kann ich nachempfinden. Naviru, wait. That's a dead end. Hey, who's the navigator here? You really think I wouldn't? Huh? Buddy, are you seeing this too? A treasure chest? Oh, lecker. Looks like that shady Meelings was telling the truth after all. Grab the bottle caps and let's get out of here. Okay. Das ist eine gute Idee. Aber vorher, bevor hier noch irgendwer verreckt. Hoffen, dass da ein tolles Ei mit bei ist. Wahrscheinlich ist das ein Buldrom-Ei. Warte, man kann ja nachgucken, ob der überhaupt sammelbar ist. Das Doof ist, ich konnte ihn jetzt nicht umbringen und somit auch nichts von dem sammeln. Nee, hier steht nicht, dass man ihn brüten kann. Oder war das der Bullfango? Nee, das ist der Bullfango. Der Buldrom, doch, der ist Schlüpfer, aber ich habe ihn halt nicht besiegt, weil der Anjan auf dazwischen kam. Ja, dann bringen wir das einmal nach Hause. Oder, um genauer zu sein, beenden wir hier jetzt, glaube ich, heute den Part. Ich hoffe, dass es jedem gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Also hier, den. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.